Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Wir sind bereit, unser Startsonnensystem hinter uns zu lassen und in ein neues System vorzudrängen und um uns da mal umzusehen. Wir hatten, finde ich, schon einige ganz coole Planeten hier in unserem Startsystem, aber ich glaube es gibt noch bessere. Ja, definitiv gibt es coolere, haben wir ja schon alle gesehen in den Trailern und so. Ich will einen mit Riesendinosauriern. Aber will das nicht jeder? Spielt nicht jeder das Spiel, damit er Weltall-Dinosaurier-Aliens findet? Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und springen. Jetzt ist auch die Frage, wir können dem Pfad folgen, den der Atlas für uns vorgesehen hat, Richtung Herz der Galaxie. Was haben wir hier? 4 Planeten und 2 Monde. Ich frage mich, was diese Klassen bedeuten. Klasse F3, Klasse F6PF. Wir können uns auch frei bewegen und einfach mal ein bisschen uns umschauen, was wir in der Nähe haben. 2 Planeten ist ja langweilig. So, die Frage ist auch, wie weit können wir eigentlich springen? Also, wo führt uns eigentlich unser Atlas hin? Da, zu dem Stern hier. Aber könnten wir beispielsweise auch zu dem da? Ja, ich denke schon. Zu dem könnten wir theoretisch auch, wenn wir wollen würden. Und wahrscheinlich auch zu dem. Also, ich nehme es an, weil unten steht Warp-Berechnung bestätigt. Keine Ahnung. Aber wir können vermutlich noch nicht schon jetzt zum nächsten Punkt auf unserer Liste springen. Ah ja, genau. Zu weit zum Springen. Aber wenn wir unseren Antrieb verbessern, können wir eventuell auch mal weiterspringen. Das ist ziemlich cool. Okay, ich würde fast sagen, dann machen wir das jetzt und springen in das nächste System, in das uns unser Atlas schicken würde. Wobei das hier eine riesige Sonne ist. Bobamaiganuskal. Okay, nee. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Wir haben gesagt, wir wollen Atlas Guidance und jetzt nutzen wir die auch. Und fliegen nach Fifuk-Ningum. 4 Planeten, 2 Monde ist ja auch ganz ordentlich. Unentdeckt. Entfernung zum Zentrum. Das ist eine große Zahl. Naja. Aber die ersten 70 Lichtjahre legen wir jetzt schon mal hinter uns. Warum läuft da so eine Spieluhr im Hintergrund? Bisschen creepy. Auch ganz cool. So ein bisschen 80er Jahre Stroboskop-Effekt. Ich kann mich leider nicht umsehen. Aber auch meine Anzeigen im Schiff sind im Grunde aus momentan. Ich schätze mal, dass jetzt im Grunde das neue System erst generiert wird. Das ist ja quasi durch dieses Prozedural generiert, heißt ja im Grunde, dass im Code schon alles festgelegt ist, aber es existiert noch nicht wirklich. Oh, wow. Hier haben wir gleich mal ein großes Schiff und ich glaube, während der Ladezeit jetzt gerade wurde dieses System hier quasi erst generiert und auf den Servern im Grunde auch gespeichert. Und jetzt existiert es erst so richtig als physischer Punkt. Ich muss mir mal die Schiffe da ein bisschen aus der Nähe anschauen. Oh, die sind gar nicht so groß, wie ich dachte. Ich dachte, das ist wirklich ein Riesending. Aber gar nicht so, oder? Ja, es ist schon ordentlich, aber ja, es ist kein Sternzerstörer. Wobei ja niemand so genau weiß, wie groß jetzt eigentlich Sternzerstörer sind. Darf ich bei euch landen in der Bucht? Nee, Donk. Na gut. So, schauen wir uns mal die Planeten an. Ich fliege dem noch schnell ein bisschen aus dem Weg, damit der hier vorbei kann. So. Mal auf die Karte unten schauen. Ein bisschen kann ich mit der Karte, glaube ich, schon umgehen. Hier haben wir unseren ersten Planeten. Ein ziemlich roter Planet.
Das wäre eine Option. Ist nicht sehr weit weg von uns. Oh, oh, hier haben wir natürlich... Der wird sich anbieten. Direkt ums Eck. So schwarz-gelblich. Okay. Eine grüne Welt und eine blaue Welt. Ach nee, das ist ein Mond von dem hier. Ja, der hat also einen Mond. Ah, und da ist eine Raumstation. Ah, und da ist auch noch ein Planet mit einem Mond. Okay, ziemlich cool. Ziemlich viel los hier. Wollen wir vielleicht erstmal zu der Raumstation kurz schauen? Ich glaube, das machen wir jetzt schnell. Die ist selbst mit konventioneller Geschwindigkeit so nah. Da schauen wir jetzt kurz rein, bevor wir auf dem Planeten da unten vor uns landen. Ich bin gespannt, welche Spezies hier lebt. Es könnte nämlich sein, dass hier andere leben als diese Roboterkerle. Das heißt, dass ich die ganzen Wörter umsonst gelernt habe bis jetzt. Naja, was heißt umsonst? Irgendwann treffen wir schon wieder Roboterkerle. So, gucken wir mal da hoch. Wahrscheinlich sitzt da wieder ein einsamer Kerl in seiner Raumstation. Ich glaube, da kommt gerade ein anderes Schiff noch rein. Cool. Hops. So. Oder auch nicht. Wenn, dann kommt es sehr langsam rein. Okay. Oh, die Tür sieht schon mal anders aus. Hier sieht aber alles ein bisschen anders aus, oder? Hallo? Ist jemand zu Hause? Oh, das ist anscheinend ziemlich groß hier. Zumindest ein bisschen weiträumiger als die, die ich kenne. Oh, schade, da ist zugeschlossen. Wahrscheinlich braucht man da wieder so einen blöden Atlas. Pass. Dingens. Aber wenigstens den Kohlenstoff kann ich mitnehmen. Atlas Pass V3 nötig. Ich habe noch nicht mal den V1. Wo soll ich denn den V3 dann herkriegen? Na. Hier wäre ein Handelsposten, aber wir haben, glaube ich, nichts. Und hier ist leider auch abgeschlossen. Hier wäre auch ein V3 notwendig. Ach, ihr seid doch verrückt. Gebt mir doch lieber mal den V1, bevor ihr wollt, dass ich einen V3 habe. Wow, was ist denn das? Ich schätze mal, in dem passt viel rein. Der hat 4 so dicke Tanks an der Seite. Ich will mir den ansehen, ich will den haben. Der Makler-Ego. Ha, was bist denn du für einer? Der sieht ja lustig aus. Cool. Ha, cool. Die mag ich. 24 Plätze, nicht schlecht. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt sogar mehr erwartet. Wobei ich ja nicht weiß, ob das unterschiedlich ist, wie viel von einem Stoff man auf einen so einem Slot lagern kann. Oh Mann, der kostet 1,5 Millionen. Den kannst du behalten. So, dann gucken wir gegenüber da nochmal rein. Kommt da gerade schon wieder einer angeflogen? Ah nee, der Makler ist abgehauen. Ah, hier bräuchten wir auch einen Einser-Pass. Haben wir leider auch nicht. Der ist ja auch cool. Der ist cool lackiert. Voll 80er. Mein Gott, hat der viele Antriebe. Cool, das ist wirklich so ein komisches Eidechsen-Schildkrötenvolk. Der sieht aber schon sehr unterschiedlich aus wie der andere. Aber ich schätze mal, die gehören zur gleichen Spezies. Ah ja, auch 1 Million. 22 Plätze. Naja, irgendwann kriegen wir schon ein neues Schiff. Bis dahin ist unser kleiner Spielzeug X-Wing eh gar nicht so schlecht, oder? So, los geht's. Dann landen wir jetzt mal auf dem nahegelegenen Planeten gleich hier unten. Irgendwo. Der müsste eigentlich riesig sein. So, da ist er. Los geht's. Okay, jetzt wird er ein bisschen detaillierter geladen. Ich bin schon gespannt, wie der aussieht. Okay, der sieht bis jetzt noch ziemlich trostlos aus. Ah ja, ich sehe... Schwer zu sagen. Doch, ich sehe definitiv Pflanzen.
Aber es ist so ein Steppenplanet irgendwie. Da war gerade ein schwebender Fels, glaube ich. Ja, doch, wirklich. Hier sind schwebende Felsen auf dem Planeten. Ha. Interessant. Hier haben wir eine kleine Raumstation. Ich lande hier mal. Gucken wir mal. Unbeständig. Gewöhnliche Flora. Massenhaft Fauna. Massenhaft Fauna? Das finde ich ja cool. Aber ich sehe keine Fauna. Ich sehe nur Flora überall. Na, dann gehe ich mal zu diesem Tempel. Hier ist erstmal ein Wissensstein. Den ich nicht aktivieren kann. Das Gag-Wort für geben. Diese kleinen Reptilienartigen heißen also Gag. Und für hoch das Wort. Hier stehen gleich ein paar Wörter. Das ist schön. Gut, dass ich hierher gekommen bin. Und können wir noch irgendwas mit dem hier machen? Mit dem großen Würfel in der Mitte? Muss doch irgendwie zu aktivieren sein, oder? Ah, man kann da reingehen. Oder zumindest durchgehen. Und dann da hochsehen. Aber nicht hochfliegen. Eine alte Gag-Ruine. Aber ich komme nicht drauf, ob und was man mit der machen kann. Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Naja, dann gehe ich mal weiter. Da unten sieht es interessant aus. Ich gehe mal ein bisschen, ich erkunde mal den Planeten hier ein bisschen zu Fuß, weil ich will diese massenhaft Fauna sehen, die es hier angeblich gibt. Da unten haben wir schon mal nochmal einen Wissenspot. Können wir gleich nochmal ein Wort lernen. Ist, glaube ich, schon cool, wenn man mal so weit ist, dass man mit einer von diesen Spezies wirklich kommunizieren kann. Ah, das Gag-Wort für Gag ist Gag. Wer hätte das gedacht? Naja, ich meine, kann ja natürlich selbstverständlich sein, dass wir Menschen ein anderes Wort für Gags benutzen als Gags. Der ist groß. Das sieht zwar leider ein bisschen aus wie die ich schon gesehen habe auf meinem Planeten, aber der ist schon ziemlich groß. Ziemlich großer Bär. Hallo, Herr Bär. Macht lustige Geräusche. Kann ich den füttern? Der ist anscheinend scheu und läuft weg. Oh, mein Controller rumbelt sogar, wenn der sich bewegt. Nicht schlecht. Ich kann den irgendwie nicht füttern, aber es wurde mir schon angezeigt. Jetzt komm schon, wahrscheinlich müsste ich näher an seinen Kopf kommen, aber wie soll denn das gehen? Nee? Okay, es geht irgendwie nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen ziemlich großen Fischbären gefunden. Das finde ich ja eigentlich schon mal cool. Ah, und da unten ist auch Zeug. Was ist da? Die sind auch lustig. Cool. Oh, ist das schon wieder ein neuer? Ja, das ist ein neuer. Strahlungsschutz nimmt ab. Und noch was Neues. Cool. Nicht schlecht. Schade, dass der Planet so verstrahlt ist. Okidoki. Ich gehe mal zu dem Fragezeichen. Ach so, das ist der wieder. Den kennen wir schon. Ich dachte gerade, das wäre ein riesiger Schleimbatzen. So, das wird mir immer noch angezeigt hier. Aber ich kann hier nichts machen. Ich habe wirklich, ich habe alles versucht. Nee, ich kann hier wirklich, also ich wüsste zumindest nicht, was ich hier machen könnte oder soll. Ah, mit dem kann ich interagieren. Aha, gut, dass ich nochmal hier war. Okay, mal schauen.
Ah, okay, eine Kreatur ist irgendwie vom Monolith gefallen und hat sich das Genick gebrochen. Und jetzt schreit es unter Schmerzen und wird irgendwie noch am Leben gehalten. Sollen wir es erlösen oder in Ruhe lassen? Das ist die Frage. Dann töten wir es. Der Monolith belohnt meine Tat. Ich bin gespannt, mit was? Mit einem Feuerwerk, ein blaues Feuerwerk. Ansehen bei den Gag hat sich verbessert. Na gut, warum nicht? Ich habe da hinten gerade was rumhüpfen sehen. Aha, irgendein komischer hoppelnder Schleimbatzen. Sieht aber ganz anders aus wie die Schleimbatzen auf unserer Startwelt. Das finde ich gut. Meilenstein? Ich muss mal eben ganz kurz das Mikrofon ein bisschen bewegen. So. Es war ein bisschen zu hoch. Das war nervig. Okay. Scan. Was ist das da unten? Ist das auch wieder was Neues? Ne, das ist so ein großer Bär. Wollen wir einfach mal noch ein bisschen rumfliegen auf dem Planeten? Ich würde schon sagen. Fliegen wir noch mal ein bisschen drehen wir noch mal eine Runde. Oh, eine Fabrik in der Nähe. Okay. Was ist denn das für ein weißer Fels da? Der ist auffallend weiß, oder? Ah, ist wahrscheinlich Gold. Moment, da ist eine Fabrik. Der ist nicht auf diesem Planeten, definitiv. Ah, ich lande hier mal nochmal bei dieser Beacon hier. Weil die zeigt uns vielleicht nochmal einen interessanten Ort auf dem Planeten, den wir uns dann vielleicht nochmal anschauen. Ah, die sind anscheinend relativ häufig, die Dinger. Eine schwebende Kiste. Ich habe gerade Schatten gesehen, Schatten von Fliegenden. Schmetterlinge, Schmetterlingsfische. Ihr wisst ihn nicht. Die sind aber, glaube ich, auch weit weg. Ja, die sind zu weit weg. Zu hoch. Okay, ich aktiviere mal den Wegpunkt hier. Und ein Unterschlupf einer Lebensform. Naja, gut. Da schauen wir vielleicht noch hin. Und ist mein Inventar schon wieder voll. Ich habe doch überhaupt. Was denn das da unten? Das Gag-Relikt. Wo habe ich das denn her? Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, so richtig. So. Dann zurück zum Schiff, würde ich sagen. Oh, das sind gerade echt diese Vögeldinger. Vielleicht kann ich umdrehen und die erschießen. Mit meinem Raumschiff. Ne, jetzt sind sie schon weg. Schade. Doch, da sind sie. Ich will die jetzt haben, Mensch. Ich will die scannen. Ich muss die noch erwischen. Jetzt fliegen sie gegen die Sonne. Kluge kleine Riesenschmetterlingsmottendinger. Ist das hohl? Die scheinen aber auch noch vor mir wegzufliegen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall treffe ich die nicht. Naja,
Die kommen schon wieder. Jetzt muss ich mal kurz schauen, weil da üppig stand. Nur sind schon einige. Vier Arten haben wir bis jetzt entdeckt. Okay, dann fliegen wir jetzt zu dieser Lebensform, die uns angezeigt wird. Wir brauchen erstmal Startschubdüsen auffüllen, Dingsbums. Und den Impulsantrieb füllen wir auch auf. Und los geht's. Da wird uns auch noch der Monolith angezeigt, aber den haben wir doch jetzt wirklich schon geplündert, oder? Ja, ich denke schon. Fliegen wir lieber dahin. Ja, richtig. Also, so richtig überzeugt hat mich der Planet hier jetzt auch nicht. Der ist zwar ganz cool, aber ist halt auch so eine Steppe. Mit riesigen Bären, aber irgendwie sehen alle auch ein bisschen gleich aus, die Bären hier. Ich will schon eine Welt mit sehr exotischen Kreaturen. Hey! Die sehen lustig aus. Die sehen auch ein bisschen aus wie Rex aus Mass Effect. Aber wie kleine Baby-Kroganer. Mit Hundenasen. Und die reden lustig. Irgendwas mit geben. Okay, mal schauen, was da steht. Kleine Kreatur, Gewinne zu addieren. 'Eindringlich auf den Finanzdaten auf dem Tablet herum und hüpft auf und ab. Es fällt mir auf, dass sie erstaunlich riecht. Ha. Also, da die auf Finanzdaten rumtappt, würde ich dir jetzt einfach mal 10 Units geben. Die Lebensform ist begeistert und gibt mir was im Tausch. Eine neue Technologie. Abklingzeit der Fersen. Laser werden erheblich reduziert. Ich glaube, ich habe gar keine Laser in meinem Schiff. So, dann durchsuchen wir hier mal noch das ganze Haus. Werkzeugtechnologie. Kurze, schnelle Frequenzen. Ah, ich glaube, wir haben jetzt was zu handeln. Diese Gag-Statue nämlich. Genau, das auf jeden Fall ist auch noch ein bisschen über Galaxiedurchschnitt wert. Das hier auch. Okay, ich schaue noch mal vom Schiff aus, aber ich glaube, da haben wir nichts sonst. Nö. Gut, weiter geht's. Cool, kleine Gag-Aliens. Ah, ich habe ein neues Wort gelernt. Erster. Experiment NM786. 14 Plätze. Zwei Plätze mehr als unsere. Mal gucken, was hat die denn für Module? Kampfverstärker für den Berggrabstrahl. Was ist das? Zerstörung des Terrains. Abklingzeit. Und Zerstörung des Terrains. Und für den Blitzwerfer haben wir hier Munitionskapazität erhöht. Zusätzlicher physischer Schaden. Und Abklingzeit. Ah, ist mir irgendwie nicht gut genug. Nicht für den Preis. Da behalte ich mein altes nochmal. Eine Runde. So, das ist eine Tür, oder? Ach so, die geht zum Schiff. Dann gehen wir durch die Tür. Ach so, die führt einfach nur nach draußen. Aber ich wollte vorher schon schauen, was das eigentlich ist. Aluminium, okay. Na schön. Cool. Dann schauen wir noch in die beiden Häuser. Und bauen vielleicht noch ein oder zwei so Chips, oder? Diese Überbrückungschips. Und lassen uns mal ein paar Daten zeigen. Strahlen. Bergbaulaser wird verstärkt.
Und? Hier haben wir scheinbar... Ach so, hier ist wieder so ein Tier zu analysieren. Ansehen bei den Gag ist gestiegen. Verbessert. Sehr schön. Okay. Crafting Time. Dann baue ich jetzt mal, ups, falscher Knopf, einen Überbrückungschip. Lad vielleicht das hier mal nach. Damit den kleinen Rest Kohlenstoff hier. Dann haben wir nämlich nochmal einen Platz frei. Und dann crafte ich noch einen Überbrückungschip. Und jetzt können wir uns zwei Locations holen, mal noch auf dem Planeten. Und weil ich ja immer noch auf ein neues Schiff hoffe, mache ich mal Übertragungen, weil ich glaube, so Notsignale von abgestürzten Schiffen sind immer Übertragungen. Glaube ich. Ah, hier haben wir auf jeden Fall so ein Signal. Also ein Ding, das uns dann wieder weiterleitet zu einer anderen Location, wenn mich nicht alles täuscht. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal Übertragung. Sendeturm, Unterschlupf. Aha. Okay, dann auf zum Schiff. Dich nehmen wir noch mit. Und los geht's. Jetzt wird mir da gerade ein Fragezeichen angezeigt. Jetzt fliegen wir noch schnell zu dem Fragezeichen. Ah, hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist so eine Abwurfkapsel. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich wieder einen Inventarslot. Oder vielleicht auch mal irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Nee, Abzug. Abzug-Upgrade. Genau. Es ist echt interessant, oder? So wie es aussieht, passt jetzt hier nur noch ein Upgrade rein. Ich frage mich, was dann ist. Die Pots können doch ab dann nicht nutzlos sein. Das wäre doch irgendwie doof. Vielleicht... Keine Ahnung. Oh, das ist auf jeden Fall was Neues. Passiv absorbiert Nährstoffe. Dann soll er das mal machen. Das ist wieder so einer. Genau. Cool. Dann wird hier noch ein bisschen gelootet. Und hier noch ein bisschen gespeichert. Wir sind eh schon wieder super gut in der Zeit. Ich würde fast sagen, wir nutzen jetzt hier diesen Speicherpunkt, um das Spiel hier an der Stelle zu beenden. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte das Video liken, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert vielleicht den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.